Herzlich willkommen hier im Karacheck Channel und es geht natürlich heute mal wieder um Toppers und um einen alten Studentenfilm, der heißt Blitz von 2001 und ist auf Mini-TV entstanden und den haben wir mit Toppers zu 4K hochskaliert und ein bisschen Magie verstreut, sodass dieser alte Film echt schick wieder aussieht und das gucken wir uns heute mal an. Ja, herzlich willkommen. Es geht also um Blitz von 2001, auf Mini-DV entstanden, 25p, beziehungsweise damals mit der XL1 aufgenommen. Ja, das nannte sich dann Frame-Mode, diese 25 Frames pro Sekunde, aber es war dann doch so gespeichert auf 50i. Auf jeden Fall ist dieser Kurzfilm Blitz über 20 Minuten. Ja, es war mein Kameraabschlussfilm und ich finde, der ist sehr stimmig, hat schöne Bilder, natürlich aus heutiger Sicht nicht perfekt, aber auch eine schöne Fantasy-Kurzfilmgeschichte. Und auch einen tollen Soundtrack. Bleib bei mir! Also guckt es euch an, den Film könnt ihr auf YouTube sehen. Den habe ich auf einem anderen Kanal hochgeladen und hier unter dem Video verlinkt. Und da könnt ihr einfach mal reingucken oder guckt euch den ganzen Film an. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass dieser Kurzfilm ja so ein paar Probleme hatte mit Bildrauschen. Ja, denn wir haben damals Mini-DV, ja, das waren bei der XL1 vielleicht 5 Blenden Belichtungsumfang und naja, da gab es halt den Trick, immer etwas unterzubelichten, sodass man die Highlights in den Wolken so ein bisschen drin hatte. Und das Unterbelichtete, auch in Gesichtern oder Aufhellungen, das war eben dann doch ein bisschen zu dunkel, konnte man aber mit einer Farbkorrektur in After Effects zum Beispiel wieder anheben, zog dann aber natürlich so ein Bildrauschen hoch, mehr oder weniger. Und ihr seht es ja hier in den Aufnahmen, schön ist das nicht. Haben wir aber mit Toppers ganz gut hingekriegt. Ja, ich zeige es euch hier mal. Und ich finde das sehr gelungen. Und ebenso, ja, was wirklich sonst schwierig ist, sind so ja, Videokanten. Davon hatten wir in diesem Film auch jede Menge. Übrigens auf 4:3 entstanden und oben und unten gecroppt. Also ja, 16:9 am Ende, aber es ist auf 4:3 Pixel aufgenommen. Aber ihr seht ja hier diese Videokanten hässlich, hässlich. Aber auch hier habe ich das mit Toppers fast komplett, manchmal sieht man es vielleicht noch so ein bisschen, also fast wegbekommen. Ja, auch da ist eine ziemlich coole Sache und das Ganze natürlich so ein bisschen angeschärft zu 4K. Allerdings habe ich natürlich auch wieder einen Fehler gemacht. Ich hätte dieses 16:9 hätte ich croppen müssen mit Toppers, habe ich nicht gemacht. Dann hätte man es nämlich so zu 4K hochskalieren können. Ich habe das vergessen und damit skaliert man zwar hoch und hat dann aber oben beim 4K schwarze Streifen an den Seiten und unten. Ganz toll. Aus Zeitgründen habe ich es jetzt aber nicht nochmal gerendert. Ist so, also ist eine Art Full HD, das ist auch völlig okay und es sieht auch sehr schön aus, wie ich gesagt habe. Jedenfalls sind das so, ja, Videokanten, Bildrauschen, hochskalieren, die schönen Seiten. Was jetzt als Nachteil ist, ja, das ist ein bisschen weich gezeichnet, minimal. Das ist aber im Sinne dieses Films völlig okay. Ne? Also ich finde, weil es ist ja eh so ein, ja, für Jugendliche auf einer Insel, dann schlägt da ein Blitz nachts bei denen ins Zelt ein und dann wachen sie auf und alles irgendwie anders und da ist so ein Nebel und ich finde, da passt das eigentlich ziemlich gut. Ja, der Anfang ist eigentlich ziemlich klar und bunt. Der erste Teil des Films, da wäre es vielleicht eher unangebracht, aber man sieht es jetzt nicht so krass blurrig, man gewöhnt sich schnell daran. Insofern ist es für mich okay. Und durch diese Anschärfung habe ich auch ein bisschen Reframing betreiben können. Ja, und ich würde sagen, jetzt gucken wir mal ganz kurz in Toppers rein, welche Einstellungen ich da vorgenommen habe, dass das eben so aussieht. So, liebe Zuschauer, liebe Pixelzähler, wir sind jetzt hier in Toppers, in dem Fall 4.0.2 mittlerweile. Es wird immer besser, es wird immer schicker und ich zeige euch mal, was ich jetzt hier gemacht habe bei Blitz. Ja, ihr seht ja, ja, das sieht schon echt so viel besser aus, wenn auch stark weich gezeichnet. Aber ich kann auch mal den Loop hier zeigen. Das ist, wenn man das als Original betrachtet, ist das für mich echt ein Fortschritt. Man muss nicht so nah rein, ja, aber ich kann dann einen Tick zurückfahren. So auf der Entfernung sieht das echt gut aus. Ja, vielleicht ein Tick zu künstlich. Huch, hier ist aus meinem Loop rausgerutscht. Aber ich bin da schon sehr begeistert. Ja, auch hier diese Videokanten, die man hier sieht, sind natürlich komplett weg. So, was habe ich gemacht? Ja, ich habe das natürlich hier abgespeichert. Dann habe ich euch gesagt, naja, man müsste es eigentlich croppen. Ihr seht, das ist ein 4:3, ne? 720x576 Pixel. Und man müsste eigentlich hier ein Cropping machen. Ne? Das ist nämlich hier oben.
Zack. Und dann, man kann ein bisschen Schwarz an den Rändern lassen. Solltet ihr stabilisieren wollen, dann natürlich das Schwarz komplett entfernen, so ganz knapp. Sonst habt ihr Probleme bei der Full-Frame-Stabilisierung. Machen wir aber nicht. Also Cancel, nicht Apply. Und in dem Fall entsteht gleich so ein UHD-Bild. Aber ich lasse es. Warum lasse ich das jetzt und mache nicht Cropping? Weil sonst müsste ich hier neue Enhancement-Einstellungen vornehmen. Das sieht dann nämlich sonst ein bisschen zu scharf und komisch aus. Wir belassen es so. So, na, wir wollen zu 4K UHD. Die Sachen habe ich hier alle so gelassen. Stabilisieren müssen wir nicht. Die Blur brauchen auch nicht. Frame-Interpolation hier auch nicht. Aber an drei Stellen im Film habe ich tatsächlich auch eine neue Zeitlupe so gebaut. So, und dann kommen wir zum Enhancement. Und das ist hier, es sind zwei Durchgänge. Ja. Zum einen habe ich hier Interlace Progressive ausgewählt. Einfach deshalb, also es ist ja auch Interlaced und Progressive, aber auch einfach deshalb, weil hier dieser Dione Robust die Halo ist. Ja, hier diese Modis kann man jetzt anwählen und ich habe den angewählt. Und die Halo heißt, dass diese Videokanten da ganz gut rausgehen. Und im zweiten Schritt habe ich dann hier nochmal Second Enhancement aktiviert. Falls das bei euch nicht zu sehen ist, ja, dann müsst ihr oben File, Preferences und hier bei Advanced kann man das aktivieren. Ja, und dann noch Save drücken, mache ich jetzt nicht. Und dann habt ihr ein zweites Enhancement. Und das sieht dann eben so aus, dass ich Intermediate Auto sehe ich hier gerade. Okay, weiß ich gar nicht. Das habe ich noch gar nicht so genau gesehen. So, jetzt muss ich es wieder aufklappen. Komm. Oder das ist jetzt mit der neuen Version reingekommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Pro Toys angewählt. Ja, das ist so mein Lieblingstool hier. Und Parameter auf manuell. Und dann sind diese Sachen dadurch viel Testen herausgekommen. Ja, Fixed Compression. Dadurch gehen viele Kompressionen ganz gut weg. Ich kann das ja mal hier auch im Loop wieder ein bisschen laufen lassen. Und zwar so, dass ihr es nebeneinander seht. Ich kann ja mal hier einen anderen nehmen. Obwohl der ist vielleicht ein bisschen zu. Der ist vielleicht ganz schön. So, mach mal Loop. Genau. So, Fixed Compression habe ich gesagt, Improved Detail, ja, das habe ich natürlich ganz stark runtergenommen, sonst entstehen halt so bei Halbtotalen wie hier, hätte man jetzt hier Gesichter, könnte es passieren, dass da komische Augen oder Fratzen entstehen und das will ich nicht, ja, deswegen gehe ich da sehr stark runter mit. Sharpen, ja, es ist eben bei 4K, möchte man ja so ein bisschen eine Schärfe sehen und hier seht ihr, würde ich Sharpen noch mehr, dann würden diese Grashalme hier noch schärfer aussehen. Deswegen so ein bisschen Reduce Noise. Ja, macht man mehr, dann gehen Strukturen verloren. Deswegen auch nur ein bisschen. Viel passiert schon nämlich tatsächlich über Fixed Compression. Ja, und dann haben wir noch die Halo. Da habe ich ein bisschen mich ins Zeug gelegt, ein bisschen mehr angewählt. Und ja, dadurch entsteht auch eben dieser Weichzeichner-Look. Ja, vielleicht, man könnte es auch wieder einen Tick zurücknehmen. Hm, könnte man machen. Aber ich habe mich so entschieden. Und Anti-Alias, die Blur. Ja, das macht so ein bisschen auch die Ränder wieder so ein bisschen weicher, ja, nicht ganz so überscharf. Deswegen bin ich da in die minus 28 gegangen. So, hier habe ich nichts weiter gemacht. Und bei Grain habe ich tatsächlich 2,2 angewählt, also ein bisschen Körnung und von der Größe nicht ganz so viel. Und ihr könnt mal gucken, ihr seht, ne, hier ist ein bisschen Struktur wieder drauf, damit das eben nicht ganz so aalglatt ist. Ja, auch hier im Gesicht seht ihr ja diese kleinen Körnungen. Und ja, das ist eben dieser Grain. So, ich würde sagen, wir gucken uns noch mal ganz kurz das hier an. Ne? Also das ist schon sehr beeindruckend scharf. Ihr wisst, ich liebe es, dass diese Videokanten, bäh, sind hier echt weg. Das ist echt genial. Auge sieht gut aus, Haare auch. Ja, wenn man sich das hier im Detail anguckt, ist das alles schön. Es flattert hier trotzdem ein bisschen im Wind. Hier das erste Frame sieht ein bisschen komisch aus. Lasst euch nicht stören, das ist nur hier durch diesen kleinen Loop in diesem Bereich. Ups, jetzt ist er abgehauen. Ja, das ist in der 4.0.2 Version noch nicht perfekt. Der Loop war gerade auch noch weg bei Version 4.0. Den gab es da gar nicht. Aber jetzt ist er wenigstens wieder da. Oder auch hier, guck mal hier nochmal rein. Auch hier, schaut mal, ne? Hier hässliche Videokanten weg.
Und ansonsten ist eigentlich alles relativ natürlich. Auch die Gräser sind eigentlich wie hier. Da habe ich mich auch nicht dran gestört. Alles gut. Ne? Also hier beim Gesicht, das sieht sehr schön aus. Und ihr seht, hier ist noch so ein kurzes Stück von Susanne Kuckert. Auch hier Videokanten weg. Na, hier Kompressionsartefakte weg. Ja, also so kommt es nochmal. Ja. Ja, es ist zu kurz jetzt, aber es sieht echt gut aus. Und auch hier beim T-Shirt ja auch. Hier hat man sogar noch so ein paar Tröpfcheneffekte. Auch die sind weg. Hier auch Kompressionen weg. Also das ist eine Version. Und mit dem Korn, da müsst ihr natürlich gucken. Ja, ich finde das eine schöne Sache. Aber wenn man am Ende wieder auf YouTube geht, wenn ihr meine YouTube-Version guckt, schaut sie euch an in 4K. Weil in der 2K-Version kommen dann auch wieder YouTube-Kompressionen rein. Und die entstehen natürlich auch durch Struktur, die ich hier wieder reinlege. Man kann also unter Umständen auch das Korn weglassen. Oder ihr habt eine Darstellung mit ja, einer hohen Datenrate, dann könnt ihr natürlich auch klar diese Details da wieder reinkloppen. Ich würde mich freuen an dieser Stelle, wenn ihr ja, unten meinen Affiliate-Link unter dem Video nutzt, wenn ihr die Software runterladet. Ja, dann habt ihr ein Wasserzeichen und könnt damit ja, einfach ganz normal arbeiten. Aber natürlich stört das Wasserzeichen, das ist natürlich dann hier im fertigen Bild drin. Kauft ihr die Version, dann ist es weg. Und mir hilft das dann in dem Moment, da wird ein bisschen was generiert. Insofern könnt ihr nutzen. Ich freue mich. Und das war es erstmal hier in Topaz. Ja, jetzt habt ihr alles zu den Einstellungen erfahren. Und ja, nochmal kurzer Blick auf den Benchmark. Ihr wisst, den könnt ihr oben in der Menüleiste anwählen und euren Rechner fragen, ja, wie schnell bist du denn? Zum Beispiel bei HD. Wie viel Frames pro Sekunde? Und meine GTX 1070, ja, schafft nur so 1,7 Frames pro Sekunde. Das ist echt mager. Aber es gibt einen Link auf der Topaz-Seite, verlinke ich euch auch unter dem Video. Da könnt ihr einfach mal gucken, welche Videorechner-Konfigurationen welche Geschwindigkeiten erzeugen. Sehr hilfreich. Also vielleicht gibt es zu Weihnachten ja einen neuen Videorechner oder nächstes Jahr. Guckt euch das mal an. Das ist teilweise 20 bis 40 Sekunden. Finde ich schon sehr gut mit dieser 2-Full-HD-Einstellung im Vergleich zu meinen 1,7 Frames pro Sekunde. Ja, das war ein kurzes Video von mir für euch und gern Kanal abonnieren, liken und ich würde sagen, bis zum nächsten Video in diesem Kanal. Also bis bald.